kaufen müssen, sagen wir. Das ist meine Partner. Ja, weiß ich. Ja. Sie hat doch erklärt, wie schön der Renault geworden ist. Ja, stimmt. Ach, das weiß ich noch. Das ist Timo. Ja, und Firma Dagmar kennt man natürlich hier auch in Kellinghofen, ist ja ganz klar, quasi. Ja. Genau. Wir sind rechtzeitig da heute. Letztes Jahr zu spät, da waren nicht mehr genug Autos da. Aber heute, guckt euch das mal an. Ich gehe jetzt mal gleich mal. Ja, machen wir so. Egon, vielen Dank. Und immer mehr schöne Fahrzeuge kommen hier rein. Wie war die Fahrt? Bisschen feucht? Nö, ne? Nö, alles gut. Das ging alles, ne? Unter dem Regen durchgefahren, ne? Genau. So, den Timo haben wir schon verarztet. Jetzt muss aber auch mal ein bisschen kleine Mahlzeit eingelegt werden. Ne? Aber ist ja Wahnsinn. Habt ihr mitgezählt? Sind schon 100 Autos da? Ja, ne? Ja. Locker, ne? Prima. Ja, und immer wieder gibt es nicht nur schöne Autos hier zu sehen. So, den Timo habe ich schon verarztet. Jetzt haben wir den Daniel mit seiner lieben Freundin. Ja, tolles Geschäft und viel Spaß bei dieser Veranstaltung. Ihr macht das richtig professionell. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorbereitung toll. Und dann mit den Anhängern, jeder Teilnehmer bekommt seinen Anhänger, damit er auch frei Kaffee und Kuchen hat, ne? Macht Spaß, ne? Ja, so macht's Spaß, ne? Genau. Und was wir hier alles an verschiedenen Fahrzeugen haben, genau so haben wir uns das vorgestellt. Und jetzt, gehen wir, Wetters, und ja jetzt gehen wir mal eine Runde und schauen, was es alles für tolle Sachen zu sehen gibt. Mirage, etwas ganz Besonderes mit Flügeltüren. So, nur gute Laune hier überall, das gibt's ja gar nicht bei euch. Und natürlich eine kräftige Mahlzeit hier, ne? Die schmeckt. Oh, hau alles rein. Kann man runterbringen, ne? Ja. Und ja, alles Experten, historisches Kulturgut, alles zu besichtigen. Süßer Hund. Ei, fein. Ja, ist ein Reisehund, ne? Ja. Was für ein historisches Kulturgut, so ein wunderbares Auto, das bekommt man ganz selten zu sehen, ne? Ja, ist auch ganz selten. Und wie ist es dazu gekommen, die Liebe zu diesem Fahrzeug? Ellenlange Geschichte, habe ich mal auf einer Ausstellung gesehen. Und das war geschehen? Vor 30 Jahren oder so. Dann war es geschehen. Und das ist hängen geblieben und damals unerreichbar gewesen. Ja. Excalibur. V8 Motorsound. Wow. Froschgrün. So liebevoll
vorbereitet, dieser schöne Kadett. Das war ja eine Zeit lang, da hat man diese Autos gesucht. Die Jugendlichen waren ja wie verrückt danach, ne? Du auch? Ja, damals schon. Damals ja. Aber den hast du schon ein paar Jahre, ne? Den habe ich schon ein paar Jahre, ja. Ja, seit genau. 94. 94. Ja, und ich bewundere den Lack, der ist sowas von toll gemacht. Also wunderbar, besser wie neu. Der Traum vieler Menschen, Roh 80, war ja das Problem, die Standfestigkeit des Motors. Aber ihr habt das irgendwie gut im Griff, sonst wird er ja nicht mehr laufen, ne? Das haben wir im Griff, der läuft ja schon 200.000, 300.000. Ehrlich? Läuft er jetzt, jo. Ja, und wer guckt denn nach so Motoren mit Wankeltechnik? Ja, ich muss das alles reparieren. Selber machen? Ja, ja. Wunderbar. Ganz extrem. Die kommen alle bei mir angeschissen. Ich soll jetzt ins Winter zwei Motoren mit der neuen Version. Die haben ja neu beschichtet. Die kommen alle angeschissen. Die kommen neu beschichtet und ja. Dann kommt da Keramikleisten ran. Und Dann macht der Motor 1 Million Kilometer. Ja, da geht nichts mehr kaputt mit Keramik. Nee, ne? Da geht nichts mehr kaputt. Keine Räder mehr, gar nichts mehr. Hey, halt den da mal an. So, netter junger Mann, gute Reise. Komm gut nach Haus. Roh 80, Wankelmotortechnik, wunderbar im Griff vom Besitzer und er freut sich über dieses wunderschöne Fahrzeug, viele Jahre schon. Nicht eine Beschreibung, hier dreht man eine Schraube los, macht den Deckel ab und dann macht man die Pumpe. Liebt das Auto. Das ist geil. Oder die Leute hier, Mercedes. Die Einschläge nicht mehr, ne? 8 Wochen haben wir auf die Schulter gegeben. 8 Wochen. Der wird auch nicht so smart, weil der da gehen sie auf die Reise. Jawohl. Der Renault 6er, das war ein interessantes Fahrzeug, aber leider haben die nicht lange überlebt. Was ist da passiert? Nee, ich glaube, die war nach 3 Jahren schon weggegammelt. Weggegammelt? Und wieso ist dieser noch so in Schuss? Weil der lief auf Malle. Auf Malle? Ja, das ist schon mal schön warm. Ne? Einer so ein, in Anführungsstrichen, günstiges Auto rüberholt von Malle hierher, das ist ja auch eine Aktion, weiß ich nicht.
Naja, gute Fahrt weiterhin. Ja, danke schön. Einer der schönsten Fahrzeuge hier am Platz. Ja, viel Spaß und gute Reise. Tolle Autos hatten wir diesmal wieder. Wahnsinn, ne?